Hier geht es jetzt auch ums Lernen, aber Sie sehen ja, wie klein die Kinder sind, also da geht es noch nicht um Fremdsprachen. Eine Schule in einem armen Viertel in Namibia ist das. Schüler aus Hagen waren jetzt da. Die Gymnasiasten vom Theodor-Heuss-Gymnasium unterstützen die Schule im ehemaligen Township bei Windhoek. Mara erzählt uns gleich mehr davon, was sie da so erlebt haben. Sie haben aber auf jeden Fall ganz schön viel fotografiert. Ganz verschiedene Fotos haben sie uns mitgebracht. Afrika wie aus dem Bilderbuch. Wilde Tiere, Savanne, Wüste. Doch nicht nur die Klischees Namibias haben die Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums kennengelernt, sondern auch ein vielfältiges Land voller Widersprüche. Die Ankunft in der Partnerschule, formeller geht's nicht. Mit Fahne und Nationalhymne werden die Gäste aus Deutschland begrüßt. Hier werden privilegierte Jugendliche unterrichtet. Eine Privatschule, Kosten pro Kind und Monat etwa 500 Euro. Doch das Land kennt auch Armut, zum Beispiel im ehemaligen Township Katutura. Seit Jahren unterstützen die Hagener Schüler hier eine Grundschule. Dieses Jahr haben sie zwei große Taschen mit Bällen, Sprungseilen oder Frisbeescheiben dabei. Spiel- und Sportgeräte für einen sonst kargen Betonschulhof. Das sorgt für Spaß. 2. Selbst beim touristischen Besuchsprogramm in Namibias Nationalparks ist der Blick darauf gerichtet, wie andere Schulkinder leben. Immerhin gibt es hier Spielgeräte mitten im Busch. Wenn auch ein deutscher TÜV-Prüfer nicht so genau hinsehen sollte. 16 Tage waren die 20 Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Namibia. Kennengelernt haben sie arm und reich, schwarz und weiß und eine atemberaubende Natur. Mit in Namibia war auch Mara Meierling, Oberstufenschülerin am Theodor-Heuss-Gymnasium in Hagen. Ja, ihr habt da wirkliche Gegensätze erlebt. Auf der einen Seite diese Eliteschule, auf der anderen Seite die Schule in diesem armen Viertel. Wie kam dir das vor, diese Gegensätze in einem Land zu sehen? Wir haben ja in unseren Gastfamilien selber über unserem Lebensstandard gelebt. Und das war natürlich erstmal eine Lebensweise, die wir schon gar nicht nachvollziehen konnten. Also ihr wart in Familien von dieser Eliteschule? Genau. Mhm. Das ist ja unsere Austauschschule und dazu haben wir noch mal eine Förderschule im Township. Bei unserer Gastfamilie haben wir ja, wie gesagt, selber sehr in den privilegierten Verhältnissen gewohnt. Und dann waren wir in den nächsten Tagen im Township und dann haben wir realisiert, es gibt einfach keine Mittelschicht, so wie oder wo wir uns hier wieder selber finden würden, wo wir in Deutschland sind. Und ja, das war komisch aufzufassen. Was haben euch denn die Schüler von dieser Eliteschule erzählt? Ich meine, die wussten ja, dass ihr in dieses ehemalige Township fahrt. Genau, zum Beispiel meine Gastmutter hat mir gesagt, ess besser nichts, wasch dir so oft wie es geht da die Hände. Aber sie meinte auch, ich finde es gut, dass du da hingehst. Das ist nämlich ein Teil von Namibia und auch ein ganz großer Teil. Das ist eigentlich das eigentliche Namibia. Deswegen lass es auf dich wirken und versuch es zu genießen mit deiner Förderschule. Aber diese Kinder, das hast du mir am Telefon erzählt, die sind auf euch zugestürmt, die haben euch sofort umarmt. Das heißt, ihr habt es einfach ganz anders gemacht, oder wie? Genau, wir wurden ganz herzlich aufgenommen und auch mit einer ganz, also mit Dankbarkeit wirklich war das verbunden. Und das war einfach für uns alle, also die Kinder haben uns selber auch ganz viel gegeben und auch ganz neue Einblicke. Manche waren ganz, wie wir es erwartet haben, manche gar nicht. Aber alles in allem war das einfach ein schöner Moment oder ein schöner Tag, den wir da verbringen durften mit denen. Ihr seid mit dieser Namibia AG hingefahren, 2 Wochen wart ihr da. Siehst du, seht ihr eure Schule jetzt in Hagen anders? Also ich glaube, wir schätzen generell das Leben hier wieder mehr oder unsere Gewohnheiten, die wir so vertreten. Und unsere Schule sehen wir zum einen auch anders in Deutschland, weil sie uns halt die Möglichkeit geben, da erstmal hinzufahren, aber auch so unser Schulsystem, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man wirklich so ein Schulsystem vorgelegt bekommt. Weil wir haben ja die Elite-Schule sowie auch die Förderschule gesehen und wir haben uns in beiden nicht richtig widerspiegeln können, auch nicht in dieser Elite-Schule. Ja, aber eine tolle Erfahrung. Dankeschön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Danke.